Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Silberkuss und wir spielen Crusader Kings 3. Das ist das zweite Let's Play. Wie es mit dem ersten weitergeht, wo wir gerade von Syrakus waren, bin ich mir immer noch nicht sicher, aber bleibt weiter am Ball. In diesem hier sind wir der Graf Rimbert van Dithmarschen und in der letzten Folge haben wir einen neuen Lehnsherrn bekommen. Mit dem ersten Lehnsherrn oder dem alten Lehnsherrn waren wir ja eigentlich ganz dicke. Wir waren sehr zufrieden mit ihm. Er hat seine Lehnsaufgaben gut vollführt. Er kam uns zur Hilfe, als wir belagert wurden, Plünderer vor der Tür standen. Er war ein ehrbarer Streiter unseres Glaubens. Leider starb er dann in der Schlacht und sein Bruder, ein arroganter und gefühlloser Herrscher, ist jetzt an der Macht. Wir sind natürlich erstmal treu ergeben. Wir haben aber auch schon in der letzten Folge das erste Mal, ja, also so Zuckerbrot und Peitsche. Er hat uns zum Ratsmarschall ernannt. Das ist natürlich schon mal eine sehr große Geste von ihm gewesen. Gleichzeitig wollte er aber auch, dass unser Sohn Mündel von irgend so einem niederen Ritter von ihm wird, der keinerlei Erfahrung auch nur in irgendwas hatte. Mal salopp gesagt. Das haben wir abgelehnt. Das haben wir überhaupt nicht so als angebracht gesehen. Wir hätten, glaube ich, als ja anpassungsfähiger Herrscher, der wir ja nun mal sind, kein Problem damit gehabt, wenn unser Sohn jetzt die Kultur der Sachsen hätte ja erlernen oder verstehen sollen und selbst sächsisch hätte werden sollen. Allerdings nicht mit so einem Kandidaten. Nein, das wollten wir wirklich nicht eingehen. Und darum war das ja schon mal so der erste Minuspunkt. Denn wir wollen natürlich versuchen, unser Gebiet als solches zu behalten. Im Moment wäre ja leider der Fall, dass wir, sollten wir sterben, unser Gebiet sich aufsplittet. Wir haben zwei Söhne. Und dementsprechend zersplittert unser Reich. Wir können keinen Herzogstitel derzeit erschaffen, da wir einen Herzog als Lehnsherrn haben. Da müssen wir erst versuchen, uns von loszusagen. Dann würden wir dem König unterstehen, aber hätten selbst natürlich das Recht darauf, zu sagen, wir möchten der Herzog von Holstein werden. Lübeck, Dithmarschen, Stade gehören uns, sind die drei Domänen, die man benötigt, die drei Besitztümer, um Holstein als Herzogtum für sich zu beanspruchen. Das existiert bereits hier. Genau, Herzog Bruno von Angria hält ja diese ganzen Titel. Und ja, weiß gar nicht, ist hier schon die Möglichkeit Anspruchstellerfraktion, ja. Theoretisch könnten wir hier. Irgendwann Ansprüche, aber noch nicht für uns. Was müssten wir denn da nochmal machen? Oder wären da andere Dinge möglich? Anspruch erbitten. Wir würden natürlich gerne auf Holstein haben. Das würde der Papst im Moment noch nicht gutheißen. Ja, okay. Also wir benötigen natürlich erstmal den Anspruch überhaupt auf Herzogtum von Holstein, bevor wir eine Anspruchstellerfraktion durchbringen könnten. Aber okay. Lassen wir es erstmal auf sich beruhen. Wir haben ja gesagt, rollenspielerischer Aspekt, noch sehen wir nicht die Notwendigkeit darin. Und einfach nur, damit das Reich zusammenbleibt, so weit war man damals ja auch noch nicht vom Gedanken. Ne? Wenn es dann halt zersplittert, weil man zwei Söhne hatte, war dem halt so. Schöner wäre es natürlich, wenn wir es halten. Wir können noch einen Verwaltungslebenswandelpunkt verteilen. Und ich glaube, da wir ja in letzter Zeit des Öffentlicheren geplündert worden sind, wäre eine Verteidigungsplanung doch völlig in unserem Sinne. Und das verteilen wir auch direkt mal. Festungsstufe um 1 erhöht, Garnisonsgröße 20% mehr. Dadurch dauert das Plündern natürlich länger.
Wir müssen aber auch erstmal wieder gucken, dass wir hier ein bisschen Vordermann kommen. Es droht natürlich die nächste Krise. Bauernpöbel, in 8 Monaten ist es soweit. Da werden sich die Bauern in Lübeck erheben. Dann müssten wir die erstmal bekämpfen. Die werden schneller bereit sein, als unser Ratsmarschall hier die Situation beruhigen kann. Und so ein sündhafter Erzbischof interessiert uns jetzt vielleicht wenig. Ja, ihr seht, wir haben sehr wenig Truppen. Wir haben eine Domäne zu viel, ein Besitztum. Das sind leider die Konsequenzen daraus, dass wir falsche Besitztümer haben und hier auch die Baronie Lübeck derzeit noch feudal, nicht feudal, sondern Stammesherrschaft ist. Da müssen wir auch erst noch das Ganze in eine Burg umwandeln. Das ist alles mit viel Geld verbunden. Also im Moment so ein Teufelskreis, in dem wir uns befinden. So, des freien Mannes Glück. Wienke, eine freie Pächterin auf meinem Land in Hamburg, hatte dank ihrer sorgfältigen Planung diese Saison eine außergewöhnlich gute Ernte. Jetzt möchte sie mir mit einem Teil des Gewinns ein Stück meines Grundes abkaufen, damit sie auf ihrem Erfolg aufbauen und nächstes Jahr noch mehr anbauen kann. Okay. Vergesst den Ackerbau, so jemand gehört an meinen Hof. Oh. Fleißig, ehrgeizig, stur. Eine intelligente Person. Okay. Interessant. Ja. Wenn sie mich in harte Münze bezahlen kann, soll das Land ihr gehören. Hier geht es darum, dass sie mir 50 Gold gibt und die Grafschaft von Hamburg erhält minus 20 in der Kontrolle und unabhängiges Ackerland. Die Entwicklung steigt, Kontrollzuwachs sinkt. Das Land in Hamburg gehört mir und sonst niemandem. Die Kontrolle wird sie um 10 erhöhen. Ja gut, also Kontrolle ist in Hamburg ja eh 100. Das heißt, es ist auch egal. Wir hatten gesagt, wir sind natürlich ein gieriger Mann. Geld könnten wir natürlich gebrauchen. Sie bringt ja gleichzeitig auch das Land da scheinbar voran. Das soll mir eigentlich rechtens sein. Das könnt ihr gerne machen, Wienke. Soll sie ruhig so verfahren. Ist natürlich, wäre natürlich eine super Partie, aber nein. Unser Sohn, also wenn unser Sohn jetzt gerade schon volljährig wäre und wir auf der Suche nach einer Frau wären, wäre das vielleicht eine Option gewesen. Aber jetzt würden wir doch das Geld bevorzugen. Soll sie ruhig machen. Schon wieder ein Anspruch. Also wir haben also wirklich ein Patzer nach dem anderen, fällt uns zu. Und hier kommt der nächste Schlag ins Gesicht von Herzog Bruno. Also, den Ratsmarschall hat er uns wieder abgenommen, den Titel. Okay. Ich glaube, es wäre doch bald vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir hier aufbegehren. Die Truppen sind ja gar nicht mal so erheblich, die er hier hat. Er hat auch keinerlei Bündnisse, so wie ich das sehe. Wir erhalten einen Anspruch auf Schleswig. Hier oben. Häuptling Sverka von Schleswig. Das Ganze wird natürlich Jarl Baksek gestellt und das ist dementsprechend auch sehr unwahrscheinlich mit seinen riesigen Truppen, dass wir da irgendwas reißen. Ach, schade. Ich denke, wir werden diese ganzen Patzer, die wir hier zugespielt bekommen haben, nicht mehr wirklich ausnutzen können. Oldenburg ist ja an für sich auch in vernünftiger Hand. Darum werden wir hier keinen Anspruch durchführen. Auch wenn wir gierig sind, aber wir sind doch eher mit unserem religiösen Eifer in diese Richtung unterwegs. Die Dänen und die Slawen hier sind doch da vornehmlich unsere Ziele erstmal. Anders wäre es natürlich, wenn wir nur gierig wären. Und natürlich nochmal eine andere Nummer, sobald wir Herzog wären. Auch dann haben wir natürlich nochmal wieder ein ganz anderes Verständnis, einen ganz anderen Anspruch für unser Gebiet hier.
Darum überlege ich, ob wir vielleicht jetzt im nächsten Schritt dann doch jetzt dann die Meritokratie. Thronanspruch. Falls dir dies besonders ein Charakter erlaubt, einen Anspruch auf den Haupttitel seines direkten Lehnsherrn zu erhalten. Ja gut, den Haupttitel wollen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollen ja nur. Habgier hatten wir noch gar nicht. Oh, okay. Ja, aber passt im Moment auch noch nicht so gut. Also das war schon ein wenig vernünftiger. Nee, okay. Lassen wir erstmal dann so weiterlaufen. Grafschaft von Minden hat nun Bauernpöbel mit Herzog Bruno als Ziel. Okay, das ist schon mal ganz interessant. Militärstärke 26%. So, jetzt kommt erstmal unser eigener Bauernkrieg hier. Anführer Volta hat sich selbst zum Oberhaupt des Hauses Goltern erklärt. Also Volta Goltern. Volta Goltern, klingt auch wieder gut. Möchte hier uns den Krieg erklären und niemals die Bauern haben zu dienen. Oha, das sind natürlich auch eine Menge Truppen. Wir wollen die Gruppen mit Truppen sammeln. Kein Befehlshaber. Und hier ist Anführer. Oh mein Gott, 25? Das ist ja der Wahnsinn. So, heben wir mal hier die Truppen aus. Ja, wir ziehen hier natürlich rüber. Ist hier ein Übergang? Nein. An der Stelle kommt er nicht rüber. Er wäre wahrscheinlich hier unterwegs hin gewesen. Das heißt, wir müssen versuchen, hier jetzt schnell zu schlagen und hier dann wieder die Furt zu verteidigen. Besser als 17 haben wir auch nicht dabei. Hügelberge, Feuchtgebiete haben wir hier gerade auch nicht. Sehr schön. So. Er hat mehr Truppen. Wir werden wieder Geld ausgeben. Es bringt uns nichts. Sonst werden wir hier vom Bauern niedergeschlagen. Das kann doch wirklich nicht sein. Was hat er denn hier? Er hat ja nichts. Das sind einfach nur Truppen. Er hat seinen gewaltigen Bonus. Keine Ritter. Wir haben 5 Ritter. Aber halt 200 Mann weniger. Diese 5 Ritter gleichen, glaube ich, 200 Mann jetzt hier bei der Truppengröße nicht aus. Er ist aber leichtsinnig. Für ein Kriegsvolk ist es jetzt zu spät. Wenn wir die ausheben, haben wir gerade mal 5 davon. Wir lassen uns jetzt mal hier auf die Schlacht ankommen. Doch. Es sieht nicht schlecht aus. Okay. Ja, interessiert uns nicht die Bohne eigentlich hier gerade, was da passiert. So. Ratsmitglied, das ist ja nicht mein Ratsmitglied gewesen. Wir sind doch auch gar nicht mehr im Rat unseres Lehnsherrn. Warum wird uns das jetzt hier angezeigt? Keine Ahnung. Nun gut. So, okay. Wir haben uns um
unnötig Panik geschoben. So, Forderungen erzwingen, alle auflösen. Jetzt natürlich dann wieder versuchen, hier Ordnung reinzubringen. Gottes Willen, schaut euch das mal an. Überall ist die Ordnung niedrig. Ja, in Lübeck erstmal wieder weiter versuchen. Aber wir haben vielleicht daraus etwas gelernt, dass wir nämlich Truppen ausheben sollten. Zwielichtige Unterredung. Auf meinem Morgenspaziergang durch die Gärten trägt eine sanfte Brise die Stimme von Tiet Burger und Johann an mein Ohr. Die beiden Höflinge sprechen an einem abgeschiedenen Ort miteinander, wobei sie sich umsehen, um sich zu vergewissern, dass sie auch ja niemand belauscht. Es geht um Bürgermeister Wicher, den wir ja ganz gut leiden können. Und ich denke, deswegen muss Wicher natürlich auch gewarnt werden. Wir sind jetzt nicht der Mann, der hier näher rangeht, um mehr herauszulauschen. Und auch im Ränkespiel sind wir jetzt nicht gerade so aktiv gewesen bislang. Wir werden es sicher einfach zukommen lassen, denke ich. Wobei wir natürlich auch behandeln müssen, also es geht hier um einen unserer Ritter. Aber Folterung ist hier doch bestimmt nicht in unserem Sinne. Nein, wir warnen ihn. So. Wir könnten das Einzige, was wäre, wäre jetzt. Entweder Ansprüche oder Unabhängigkeitskrieg. 1500, wie kommt das denn? Hat er jetzt Söldner hier angeheuert, irgendwas? Nee. Ist ein Pilgerer geworden. Ach, das beeindruckt uns natürlich in gewisser Weise. Ein rutschiges Vergnügen. Papa schreit mir ruhig ins Ohr. Ich schlag zögerlich die Augen auf. Eines nach dem anderen. So kann man wohl auch aufwachen, schätze ich. Das kleine Kind neben meinem Bett bebt buchstäblich vor Aufregung und hält Fäustlinge und eine teure Servierplatte umklammert. Es schneit draußen und ich will Schlitten fahren. Kommt ihr mit mir? 13. Ich weiß nicht, inwiefern, also. Nee, ganz ehrlich, ich bin 52 und der Junge ist 13, der soll mal, ja, mal zusehen, dass er langsam mit geschäftlicheren Dingen sich auseinandersetzt. Ist ja bald mal so weit, dass er erwachsen wird. Ich glaube auch nicht, dass wir so der super väterliche Typ sind. Das glaube ich nicht. Dafür haben wir auch zu viel hier immer zu tun gehabt. Nein, das schlagen wir aus. So. Wir können immer noch versuchen, niedere Titel jetzt mal zu verkaufen. Dafür erhalten wir einiges an Gold. Das kostet uns 500 Prestige. Ich würde das jetzt einfach mal machen. Denn wir wollen ja nun mal versuchen, jetzt hier die vernünftigen Anlagen zu bauen. So. Es ehrt mich, dass ihr mir solche Titel anbietet. Natürlich werde ich sie finanziell unterstützen, wie es sich gehört. Ich kann euch gar nicht genug danken für diese Ehre, was auch immer ihr verlangt. Ich werde es zu erfüllen versuchen. Ich erhalte ein schwaches Druckmittel gegen Bürgermeister Wicher, denn er ist jetzt verschuldet.
Wir erhalten 50 Gold von ihm und dadurch erhält er 75 Prestige. Scheinbar haben wir ihm irgendeinen niederen zusätzlichen Titel verliehen. Vielleicht, keine Ahnung, Hofschwanmeister. Ich weiß es nicht. So. Damit nähern wir uns jetzt doch mal so langsam. Oh, wir können natürlich jetzt das gleich nochmal versuchen auszuloben, indem wir Geld von ihm verlangen. Ich denke, das werden wir auch tun. Ja, Richard, ihr seid jetzt ja nun mal hier der große Hofschwanmeister. Und da geziemt es sich doch nur, dass ihr uns aus Dank vielleicht doch ein bisschen mehr gebt. Denn ihr habt ja auch dadurch Vorteile. So. Wir machen Schritte in die richtige Richtung auf jeden Fall. So, es scheint, als hätte ich meine Besprechung mit Baron Alvin unter Umständen gewisse Versprechungen bezüglich einer Befreiung von bestimmten Verpflichtungen. Wie kommst du denn darauf, Heidecke? Wie lange arbeitest du denn jetzt schon für mich? Ich habe versucht, dies wieder zurückzunehmen, doch ich vermute, dass es zwischenzeitlich keinen anderen Ausweg mehr gibt. Ihr seid ein Holzkopf und Baron Alvin verringert seine Feudalsteuern gegenüber uns. Oder ich kann die Lage noch retten, wodurch er ein schwaches Druckmittel erhält. Gegen so ein Kind. Allerdings wollen wir jetzt derzeit wirklich nicht riskieren, dass wir noch weniger Geld einnehmen. Darum machen wir das mal. Ah. Wir gehen mal nicht davon aus, dass das hier noch irgendeine Auswirkung hat. Ach, meine Frau war ja noch mal schwanger geworden tatsächlich und sie hat mir noch eine Tochter geboren. Swanhildis. Das klingt ja eigentlich schon ganz nett. Vielleicht irgendwas so Yolanda. Was Geldern irgendwas. Gerda. Ja, Gerda. Das finde ich gut. Gerda aus. Also an für sich eine gelderische Tochter, weil wir ja nur aus Geldern irgendwie kommen, nach unserer Geschichte. Mögst du stark und weise werden. Gut. So. Hier geht es wahrscheinlich darum, dass er Bayern haben möchte. Oh, Gerda ist krank. Das ist nicht schön. Sie ist kränklich und unsere Frau ist dadurch ziemlich mitgenommen. Hoffen wir mal, dass es. Oh. Da hat er aber jetzt einen richtigen Patzer gerade gemacht. Habt ihr das mitgekriegt, wie die Kontrolle der Zuwachs hier ordentlich gesunken ist? Och, Leute. Es dauert ja noch ewig, bis wir hier immer endlich die Kontrolle haben. Rorik ist mittlerweile 15 Jahre alt. Dementsprechend wird er bald alt genug werden, um Amtsgeschäfte übernehmen zu können. So. Ich weiß, ne? Wie gesagt, hiermit könnten wir jetzt natürlich mal gegen den Lehnsherrn vorgehen. Es ist ja immer noch im Kopf, dass wir da was reißen wollen, aber wir können das auch über Unabhängigkeit. Darum Meritokratie, wir wollen ja nicht den höchsten Titel, wir wollen nur den, der uns zusteht. Nein. Habgierig, ich glaube, gerade unsere letzten Entscheidungen haben doch gezeigt, dass wir tatsächlich wirklich, ja, jetzt auch im zunehmenden Alter darauf aus sind, mehr Geld zu haben. Außerdem, vielleicht helfen uns diese letzten zwei Verwaltungspunkte wegen dem Domänenlimit. Das wäre natürlich eine entscheidende Sache. Darum gehen wir jetzt auf habgierig. So, wir wollen mal schauen. Hilft uns scheinbar nicht, nein. Oh, und jetzt wurde Lothar der Krieg auch noch erklärt. Verteidigt gegen König Lothar, greift König Ludwig III. An. Nun gut, aber das sind erstmal Kriege, die uns jetzt weniger interessieren.
Okay. Ich glaube, für diese Folge soll es das dann erstmal wieder gewesen sein. Ja, wir haben also vor Augen, was als nächstes passieren wird. Ja, da brauchen wir noch zu viele Punkte. Wir werden unserem zukünftigen Spielererben, unserem zukünftigen Spieler, unserem Sohn und Spielererben, so rum, Rorik, sobald er volljährig ist, eine Grafschaft verleihen. Dadurch wird er natürlich unabhängig von uns. Aber wir sind runter von diesem Dominion-Limit, denn wir brauchen Truppen. Denn im nächsten Schritt, ja, eigentlich möchten wir hier gegen vorgehen. Ich sehe das aber jetzt tatsächlich, nachdem er jetzt hier so heftig an Truppen aufgebaut hat, noch nicht so bald geschehen. Wie teuer war die Burg? Die ist tatsächlich bald möglich. Lübeck feudalisieren kostet 500. Das ist natürlich wesentlich teurer. Allerdings wäre, glaube ich, tatsächlich sinnvoller, auf Lübeck zu sparen. Denn das wird Rurik auch bekommen. Hier Hamburg wird an Rimbert gehen. Darum werde ich hier, glaube ich, noch keine Burg bauen, sondern Lübeck erstmal feudalisieren. Ja, und irgendwann werden wir uns ja auch damit auseinandersetzen müssen. Und ich glaube eigentlich, als ein Mensch des religiösen Eiferns, ist das doch eigentlich eine Aufgabe, die wir schon längst unserem Suffraganbischof mal hätten zukommen lassen sollen. Das machen wir mal gerade noch. So, Gemeinde bekehren, das ist doch eine Aufgabe. 9 Jahre, holla die Waldfee. Okay. Plenarversammlung, 28 Jahre. Wird Rimbert vermutlich nicht mehr mitkriegen. Gut, so, also bis dahin. Die Folge endet an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn wir versuchen, hier mal, ja, irgendwie auch ein bisschen weiter Content zu machen. Stockt gerade alles ein bisschen. Aber wir haben scheinbar gar keine so einfache Ausgangssituation gehabt. Zumindest wenn man das Ganze rollenspieltechnisch versucht auszuspielen. Ansonsten hätte man natürlich schon hier mehr Handlungsspielraum gehabt. Ja. Kommentiert fleißig, liked gern das Video und lasst ruhig ein Abo da, wenn ihr möchtet. Ich freue mich über alle diese Aktionen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Syrakus.